Und das war dann eine Aktion am Rande des Erlaubten. Gut gerettet. Der FC Vaduz durfte sich am Wochenende gegen den FC Sion aus der Krise schießen. Vor allem, weil der Gegner aus dem Wallis gar nicht auf dem Platz stand. Und im Sturm beginnt Roberts Uldrikis für Gaëtan Carlen. Zwei großgewachsene Stürmer. Ha? Bei den Wallisern Uldrikis 1,98, Waro 1,2. Das ist cool, würde ich jetzt sagen. Überflieger der Liga bleibt nach wie vor der FC Lugano. Beim späten Siegtreffer gegen den Titelfavoriten aus Basel brachen im Stadio Cornaredo alle Dämme. Mattia Bodani und er trifft für Lugano. 92. Minute. Last-Second-Tor für die Bianconeri. Renzetti bejubelt den nächsten Sieg. Wow, mega. Wahnsinn, oder? Hätte ich nicht damit gerechnet. Wow, ja, gerade sprachlos. Zubi hat dafür wieder mal die perfekte Analyse. So Zeug, das ist natürlich wow, so ein Fuß direkt da, direkt ins Gesicht rein. Ja, das bin ich gespannt, wie es jetzt da wieder draus rauskommt. Zum Schluss gibt es noch eine Prise Prestige vom Mr. President aus Lausanne. Dear Mr. President, it's the newest, the nicest football stadium in Switzerland. How do you feel on that special day? Fantastic. It's been a long way. We've had stops and starts, but absolutely delighted. Absolutely delighted. It's a magnificent stadium. All aspects of it. Really tremendous. Ja. Ja und nein.